Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foxtail, inzwischen bei Part 8. Wir wollen in diesem Part mal in den, ja, ich glaube eher dunkleren Teil des Waldes gehen. Übrigens eine Sache, die mir im Schnitt aufgefallen ist. Wir waren ja an diesem Screen mit dem Fluss, wo man so einen Baumstamm in den Fluss kicken musste. Und diese Brücke hier hat man da im Hintergrund gesehen. Das heißt, ich glaube, wir werden da wirklich so einen Shortcut quasi eins weiter unten aufbauen. Aber mal gucken. Oh weh, hier graut es mir aber sehr. Sollte ich vielleicht kehrt machen? Aber was, hier kann man sich umgucken. Hier ist ja noch ein Pilz. Ein Zunderpilz ist ganz schön trocken. Nimmt sie den mit? Okay, sie nimmt den mit. Sammeln wir hier einen Haufen Pilze. Ja. So, hier ist so eine alte verlassene Hütte. Kann man da rein? Ja. Aber ich glaube, das wird Lea nicht so gefallen. Wir können aber nicht nach unten. Okay, dann gucken wir uns hier die Sache mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, wer die hier hingehangen haben könnte. Aber er hat gute Arbeit geleistet. Mischauert ist doch gelinde. Das sind so... Also ich glaube, das hier ist so eine... Ahnung, ist das so eine Voodoo-Puppe? Hier ist auf jeden Fall ein Traumfänger. Seltsame Glücksbringer. Oder doch eher das genaue Gegenteil? Ein Pechbringer? Ich kann mir nicht vorstellen, wer die hier hingegangen haben könnte. Aber er hat gute Arbeit geleistet. Mich graut es. Die Musik hier gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an... Pokémon-Hack, den ich mal gespielt habe. Ob es wohl eine gute Idee ist, weiterzugehen? Ponyos hat es für mich nicht den Anschein, dass es hier Fuchsschweife gibt. Willst du da nicht rein? Ach so, ich hoffe, es wird gleich wohl, dass mir danach etwas zuwider ist. Okay, sie geht doch rein beim zweiten Versuch. Da ist ein Kürbis. Hallo? Ich... Huch! Oh, es ist nur... Puh, aber Angst hat viele Augen. Es ist nur ein Kürbiskopf. Alright, verlassene Hütte. Na, okay. Tief im Wald habe ich eine alte verlassene Hütte entdeckt. Sieht aus, als habe sie jemand mit voller Absicht gruselig zu machen versucht. Und ich gebe zu, er oder sie hat gute Arbeit geleistet. So leicht lasse ich mich aber gewiss nicht für dumm verkaufen. Wenn wir uns hier umgucken, staubige Regale, Hinterlassenschaften, Spinnenweben. Okay. Kann ich mich hier frei umgucken oder ist es dafür ein bisschen zu dunkel? Was ist das? Ui, ein Spinnennetz. Ist ja mal nicht so gemein gegenüber Spinnen. Ich habe auch ein paar Spinnennetze im Zimmer, aber ich lebe im Einklang mit meinen Spinnen. So. Oh, ein Prospekt oder so. Mal sehen. Ein kurzer Ratgeber zum Überleben in den Wäldern. Das ist sogar praktisch wahrscheinlich jetzt. Was tun, wenn man sich verirrt hat? Erstens, keine Panik. Wenn nach ihnen gesucht wird, gehen sie dorthin zurück, wo sie zuletzt gesehen wurden. Und bleiben sie, also keine Panik, wenn nach ihnen gesucht wird, gehen sie dorthin, wo sie, dorthin zurück, wo sie zuletzt gesehen wurden und bleiben sie dort. Wenn niemand nach ihnen sucht, gehen sie nicht so weit in den tiefen Wald, suchen sie nach Pfaden und Lichtungen. Finden sie Wasser und machen sie ein Feuer. Feuer, haben wir irgendwo ein Lagerfeuer oder sowas gesehen? Ich glaube nicht, ne? Aber es kann trotzdem praktisch sein, das zu wissen, wie man Wasser findet. Sammeln Sie Regenwasser in einem angemessenen Behältnis. Finden Sie eine Niederung und graben Sie ein Loch darin. Füllen Sie einen Plastikbeutel mit Gras und warten Sie, bis sich Kondenswasser bildet. Oh, das wäre tatsächlich auch mal in Real Life interessant auszuprobieren, ne? Könnte ich mal machen. Finden Sie Wasser, indem Sie sich an feuchte liebenden Pflanzen und Tierspuren orientieren. Wie man Feuer macht. Entzünden Sie es mit Hilfe eines Stücks Stahls. Ein Klappmesser sollte genügen. Aha. Und einem Feuerstein. Festem Stein oder Kristall. Und einem Feuerstein, festem Stein oder Kristall. Machen Sie ein Feuer, indem Sie mit der Linse einer Brille oder eines Fernglases Licht bündeln. Benutzen Sie Papier, Zunderpilz, trockenes Moos oder trockene Rinde als Zündmaterial. Achten Sie auf Brandschutzmaßnahmen. Das heißt, uns fehlt eigentlich nur noch ein Feuerstein und was zu brennen. Boah, das gerade irgendwie. Seht ihr das hier am Pfeil? Wie perfekt sich das da anpasst. Sehr. Ist irgendwie so oddly satisfying, ne? Was tun, wenn sie trotzdem einen Waldbrand verursacht haben? Sie Vollpfosten. Laufen sie windwärts vom Feuer davon, senkrecht zum Rand der Brandzone. Laufen sie dorthin, wo es keine Bäume gibt. Waldbrand... Wo es keine Bäume gibt, Waldbrand, große Lichtung oder zum Wasser, halten Sie sich fern von Schilf.
Was tun, wenn sie einem Bären begegnen? Unter, runter, rechts, rechts, plus Schlag. Okay, ich glaube, das wird wahrscheinlich so ein Laufweg sein, an dem wir uns dann orientieren. Dieser kurze Ratgeber ist mir doch irgendwie zu kurz. Naja, er könnte sich dennoch als nützlich erweisen. Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Also wir haben den Zunderpilz und wir haben ja ein Klappmesser, ne? Das heißt, warte schon mal, gucken wir uns den Kürbis an. Oh, was du mir doch zutiefst für einen Schrecken eingejagt hast. Nimmt sie den mit? Ah, boah, welch ein hübscher Kristall. Okay, ein Kristall hat es hier gehießen. Können wir wofür verwenden? Ah, hier, entzünden sie mit Hilfe eines Stück Stahls. Ein Klappmesser sollte genügen und ein Feuerstein. Okay. Haben wir hier von unten her dringt ein schwacher Lichtschein. Hier drin ist es viel zu dunkel. Ich kann ja nicht einmal den Griff dieser Falltüre sehen. Okay, Licht aus dem Keller. In dieser verlassenen Hütte habe ich den Eingang zum Keller gefunden. Und durch die Bretter hindurch scheint ein schwaches Licht. Scheint ein schwacher Schein. Irgendwas sagt mir, dass ich darin genau den Fuchsschweif finden könnte, den ich brauche. Was denn sonst könnte ich an einem solchen Ort... Könnte an einem solchen Ort derart leuchten, noch keine Ahnung. Eine Fackel? Eine Laterne? Irgendwie sowas? Wie lange ich da wohl hinein? Gut, ich speichere mal kurz, bevor wir jetzt Items verbrauchen. Den nenne ich jetzt einfach mal Feufeu. Na? Kennen wir alle? So. Weil theoretisch sollte ich ja mit Kristall plus Klappmesser... Okay. Kann ich dann den Kristall auf die Laterne vielleicht anwenden? Hier. Zack, wieder reinlegen und dann... Ein so hübsches Gesicht kann ich unmöglich noch mehr aufhübschen. Right, dann nehmen wir es doch wieder. Also sie macht damit... Sie zündelt damit schon rum. Aber ich kann das nicht irgendwie an die Laterne anwenden. Das heißt, ich bräuchte etwas zum Anzünden. Wunderpilz vielleicht. Gibt keinen Grund, daran herumzuschneiden. Wofür war der nochmal praktisch? Nutzen Sie Papier, Zunderpilz, trockenes Moos oder trockene Rinde als Zündmaterial. Ich brauche aber noch etwas, was ich halt anzünde. Nicht vielleicht das Regal? Hier konnte ich ja nicht draufklicken. Was, wenn ich hier die Falltür damit... Nee. Kann ich dann... Vielleicht ist einfach nur die Reihenfolge, wie ich angehen will, falsch. Kann ich den Zunderpilz da reinlegen? Auch nicht. Anzapfen. Da möchte ich jetzt nicht dran rumschnitzen. Okay. Dann lassen wir das erst einmal. Dann müssen wir wohl noch Brandmaterial suchen. Entweder das oder ich muss irgendwie... Willst du noch was sagen? Nee. Oder ich muss irgendwie an einem richtigen Ort einmal die Interaction hier. Schick. Einmal einfach am richtigen Ort verwenden. Ich kann auch einen Waldbrand verursachen. Glaube ich. Wäre auch mal ein lustiges Vorhaben, ne? Ansonsten. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel hier. Ist ja Moos. Ich glaube, es ist nicht trocken, aber hey, ich meine. Kann man noch mal ein bisschen schnick-schnick. Passiert nichts. Okay. Wenn ich den Kristall vielleicht hier so nähe, will sie davon was nehmen. Außer morscher Baumstumpf, da schneidet sie sich immer noch nichts raus. Das sind nur Mützel. Wir können natürlich das Buch Maritima Signale entzünden. Hinten war ja eine Feuerstelle, ne? Was, wenn ich einmal kurz zu der gehe? Kann ich mir da vielleicht irgendwie so Brennholz oder sowas holen? Und dann irgendwie eine Fackel bauen oder so? Nichts weiter als Asche und Scheite. Nicht von Nutzen. Kann ich den da hinlegen? Auf diese Weise werde ich ganz gewiss kein Feuer zustande bringen. Ich brauche irgendetwas Trockenes zum Anzünden. Sonderpilz. Zack. Na also, jetzt kann ich ein Feuer machen. Das heißt, kann ich das jetzt, wenn ich so mache... Jeder schnickt sie nur rum. Das heißt, die Interaktion wäre dann hier. Mal versuchen. Ah, okay. Ich hab's geschafft. Ich habe ja übrigens mal gegoogelt, was es bringt, Harz zu erhitzen. Ich bin auf keinen... Also überall steht Harz erhitzen, wie man es macht und cool.
aber nirgends steht, wofür es dann verwendet wird. Der Kessel ist heiß, den fasse ich besser nicht an. Ja, und was bringt mir das jetzt? Tannenzapfen. Damit würde ich doch nur den Tannenzapfen beschmutzen und mich noch gleich dazu. In meinem Rucksack, alles in allem, bräuchte ich alles schon einen triftigen Grund. Besonders viele reife Fuchsschweife kann ich in diesem Wald aber auch nicht finden. Ja, jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Jetzt haben wir zwar Feuer gemacht, aber was auch immer das bringen soll. Haben wir Rauchzeichen gemacht oder so. Vielleicht sagt mir der gute Herr Captain Herr Jemine, der Herr Verbieber etwas. Hütte im Wald. Captain, was ist das für eine Hütte tief drinnen im Wald? War mal eine Jägerhütte. Verdammt, ich hab den Dialog geskippt. So, war mal eine Jägerhütte. Aber dann, so sagt man, hat es dort eine Hexe eingenistet. Die Gegend war dann überwuchert mit Fuchsweifen. Jetzt ist es viel zu gruselig geworden, um sich in die Wälder zu wagen. Was soll ich sagen? So eine Hexe. Mhm. Fuchsschweife. Captain, sind Sie sich ganz sicher, dass in dem Wald dort auch wirklich Fuchsschweife wachsen? Aber klar doch, erst gestern ist eine ganze Schar Mullen wegen den Dingern hier gewesen. Mullen? Ja, Maulwürfe. Vom anderen Ufer des Sees. Hab gehört, dass sie die Dinger für irgendwas in ihren Minen brauchen. Vielleicht zur Beleuchtung? Na eher nicht, sind ja schließlich alle blind. Also haben sie alle Fuchsschweife mitgehen lassen? Warum haben sie das denn nicht gleich gesagt? Was du mich gefragt hast, war, wo Fuchsschweife wachsen, und genau das habe ich dir beantwortet. Aber dass gerade welche da sind, das habe ich doch gar nicht behauptet. Aber ich kann noch nicht so lange verharren, bis neue gewachsen sind. Es ist äußerlich dringend. Kann dir nicht helfen, ich züchte die Dinger ja nicht. Dann muss ich auf die andere Seite des Sees. Captain, wie viel Zeit werden die Wartungsarbeiten noch in Anspruch nehmen? Och, keine Ahnung, da ist noch viel zu machen. Wird doch ein Riesenkalmar, dass alle Klump heimsuchen. Weiß nicht, was er mir sagen will. Naja, wenn ich es mir Mühe gebe, dann braucht das vielleicht 3 Tage. 3 Tage? Ich muss aber noch heute ans andere Ende. Kann dir nichts helfen, 3 Tage sind 3 Tage. Wartungen? Captain, was, wenn ich Ihnen zur Hand gehe und wir wären heute noch fertig? Heute noch? Dann lache ich Sie an meine Barthaare. Ich sag's dir, 3 Tage und keinen Tag weniger. Aber ein Versuch ist es wert, oder? So verstehen Sie doch, es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Meine Oma ist fürchterlich krank. Ich kann dir nicht... Nein, ich muss auf der Stelle einen Fuchsschweif finden. Dann kann der alte Korsak eine Medizin für Sie brauen. Eine Medizin, was? Es steht also schlecht um Sie, ja? Sehr schlecht. Nun denn, dann wollen wir die Fähre noch heute auf Vordermann bringen. Ach, du schaust ja aus wie eine Qualle unter der Sonne. Ich habe aber eine Bedingung. Von nun an bist du meine Schiffsjunges und stehst unter meinem Befehl. Einverstanden? Ich kann dich nicht hören. Ei, ei, Captain. Schon besser. So, jetzt spitz mal die Ohren. Erstmal musst du das Harz anheizen. Und damit flicke ich dann die Löcher an der Unterseite von meinem Schiff. Halt, meine Fähre. Das wär's dann fürs Erste. Sie werden es kaum fassen, Captain, aber ich habe die erste Aufgabe schon hinter mich gebracht. Die Flammen lodern und das Harz küchelt. Ach, ist das so? Na, ein guter Anfang, Schiffsjunge. Du wirst es noch weit bringen. In Ordnung. Bevor ich aber untertauche, müssen wir den umliegenden Schiffen Bescheid sagen, dass wir einen Taucher unten haben. Den umliegenden Schiffen, aber dies hier ist doch die einzige Fähre auf dem ganzen See. Regeln sind Regeln. Haben wir einen Taucher unten, dann muss auch die entsprechende Fahne gehisst werden. Geht's nicht auch ohne? Damit verschwenden wir doch nur unsere Zeit. Befehle sind nicht in Frage zu stellen, Schiffsjunge. Ist die Fahne, ich habe Taucher untern. Ich sehe schon, Widerstand ist zwecklos. Okay, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob ich da was verlese. Okay, wie schaut diese Fahne denn aus? Was soll das heißen? Wie schaut die Fahne denn aus? Bist du jetzt ein Schiffsjunge oder nicht? Die Signalfahne musst du schon kennen. Aber ich verstehe. Wie war das? Ei, ei, Captain. Lass du mir aber auf keinen Fall meine Fahnen durcheinander bringst, wenn du sie beim Herumprobieren zurückhängst. Unordnung wird hier nicht geduldet.
Okay, also ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ich würde mich da verlesen oder sowas. Aber ich glaube, das ist einfach ein Übersetzungsfehler, der da leider herrscht. Nochmal zu den Maulwürfen. Captain, was sind das für Maulwürfe, von denen Sie da gesprochen haben? Halt nur gemeine Mullen, rackern in den Minen auf der anderen Seite des Sees. Die kommen einmal im Jahr hierher, um Fuchsweife zu sammeln. Hey, warum nur musste das denn ausgerechnet heute passieren? Wie dem auch sei, ich muss sie aufspüren. Kannst du gern versuchen, besonders gesellig sind die aber nicht. Dusselige Schwammköpfe sind das, Puddinggehirne. Ja gut, da, ich würde sagen, da kenne ich mich mit aus, ne? Wenn sich gleich und gleich wirklich gern gesinnt, dann bin ich ja richtig aufgehoben. Dann schaffen wir das schon. Captain, können Sie mir einen Tipp dazu geben, welche Fahne ich hissen soll? Negativ. Aber ich habe doch nicht die geringste Ahnung von diesen Fahnen. Dann lernst du das besser mal. Alright. Also, warte, mir ist aufgefallen, hier ist noch ein Hotspot. Sei kein schlimmer Schwimmer, geh schwimmen und gehe unter. Sehr ermutigend. Wir haben ja das Buch, das uns alles sagt. Wo aber die Seite fehlt. Jetzt ist aber die Sache. An Bord alles gesund. Ich habe Taucher unter, war eins der früheren. Ist tatsächlich A direkt. A wie Alpha. Das Alpha-Symbol ist, soweit ich weiß, so ein Fisch. Kann ich das anhand dessen irgendwie erkennen? Oder muss ich hier wirklich diese Seite finden? Würde ich gerne mal wissen, sind das hier wirklich die Fahnen, die auch alle da hängen? Nee, eben nicht. Da hängen unterschiedliche. Ich weiß aber nicht, was mir die Info jetzt bringen soll. Ich glaube, nur die da hängt da, ne? Also das ist die. Ansonsten die karierte gibt's nicht. So eine ganz gelbe gibt's nicht. So eine weiß-rote gibt's nicht. Gibt's diese blau-weiße? So nicht, ne? Ich speichere trotzdem nochmal. Fahne hissen. So, speichern wir mal. Ich bin sehr überrascht, dass wir jetzt doch ans andere Ende gehen, obwohl wir hier in dem Wald noch gar nichts gemacht haben. Nehmen wir mal die hier. Das ist nämlich, wie gesagt, die einzige, die in dem Buch angezeigt wird. Die anderen werden ja nie erwähnt irgendwo, von daher probieren wir es mal. Jetzt überlege ich gerade, wie kann ich das denn befestigen? Ich glaube, ich muss sie hier befestigen, ne? Nee. Heißt das, ich muss nach oben? Oh, ich habe es im letzten Part noch gesagt, ne? Das hier könnten zwei sehr nervige Screens werden. Und genau das ist der Fall. Geh jetzt zweimal den Screen hoch. Häng hier die Fahne auf. Zack. Aber da passt das schon. Oder muss ich nochmal den Seilzug betätigen? Trotzdem, ich gehe jetzt hier die zwei Screens hoch, befestige die Fahne, gehe wieder die zwei Screens runter. So, kann ich eigentlich hier nochmal drauf? Die Tower bergen nichts weiter von Interesse. Okay. Da ist mir nämlich auch im Schnitt aufgefallen, dass ich den kein zweites Mal angeklickt hatte. Dieser Flaschenzug dient wohl zum zum Hissen der Segel, nicht zum Hissen der Fahne. Dann sollte das ja soweit passen, oder bin ich falsch? Also ich hoffe mal, dass ich die richtige Fahne habe, ne? Wir werden es sehen. Mehr als falsch machen kann man es ja nicht. So, Fahne geflaggt. Captain, die Fahne ist gehisst. Bist du sicher? Aber gewiss doch. Tja, du kriegst eine 1 in Selbstvertrauen, aber eine 5 in Fahnenkunde. Das ist nicht auch nur annähernd die richtige Fahne. Jetzt geh und lern weiter. Alright. Und dir eine nachlaufende See. Dann war da mein Tipp wohl falsch. Halt die einzige, die hier vermerkt ist, ne? A wie Alpha. Ich habe Taucher unten. Bei denen deutet halt nichts auf Alpha irgendwie hin. Für mich. Also ich glaube, das Alpha-Symbol war ja so ein, wie man Fische häufiger zeichnet, ne? Also so ein Ui. Ein Schlenker.
jetzt muss ich nochmal nach da hoch. All die Screens laufen. Kann ich mir alle Fahnen auf einmal nehmen? Dann könnte ich die einfach alle nacheinander ausprobieren. Das bockt aber eigentlich nicht. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich die verlorene Seite vielleicht finden muss. So, ich würde sagen, also ich kann mir vorstellen, dass das hier eben jene Seite ist. Durch das Teleskop betrachtet. Ich überlege gerade. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Dito und gucken nochmal im Wald, ob ich irgendwie an diese Flasche komme. Und wenn ich da jetzt zu lang rumrätsel für nichts, kann ich es ja gegebenenfalls einfach wegschneiden, ne? Dann wäre jetzt hier ein Cut. Aber ich glaube nicht. Also da jetzt einfach per Trial and Error irgendwie alle Fahnen ausprobieren, habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich schätze mal, dass man da schon einen logischen Ansatz für haben wird. Was ich auch mal testen will, kann ich die irgendwie zerschneiden oder so? Nee, hier nicht. Gut, dann hängen wir die mal nochmal auf. Ihr wollt ja nicht, dass wir irgendwas durcheinander bringen. So, zack. Da jetzt noch viermal irgendwie diese ganzen Screens ablaufen, wäre wahrscheinlich schneller. Aber ist mir auch ein bisschen zu blöd. Wir können ja zumindest nochmal alle Screens, wo so ein Teich ist, abgehen. Also ich meine, das Fernrohr zeigt ja irgendwo dahin, wenn ich das richtig verstehe. Aber das könnte natürlich jetzt auch, also... Das ist ja jetzt auch nur Rumgelaber von mir und auch nur Einschätzung. Aber hier ist wirklich nichts. Ich hätte halt gesagt, es ist halt definitiv... Hier, dieser Wald. Das ist doch was. Warum wohl, so frage ich mich, ist dieses Teleskop... Ist das Teleskop genau auf diese Stelle gerichtet? Vielleicht enthält diese Flasche da irgendetwas ganz Besonderes. Ja, dann nimm sie doch. Ich sehe halt nicht genau, wo die Flasche sein soll. Die müsste ja hier in diesem Schilf sein. Aber sie möchte sie einfach nicht nehmen. Sie ist zu weit weg. Irgendwie oder so. Muss ich das angeln? Okay. Also da ist auf jeden Fall die Flasche. Dann würde ich sagen... Ging hier lang, ne? Ich habe da immer Angst, dass ich aus dem Spiel raustappe. Ich meine, der hat ja Angeln bei sich stehen, ne? Kann ich mich an denen jetzt einfach bedienen oder so? Oder muss ich ihm erst sagen, hey... Da blubbert es auch schon richtig. Muss ich dem sagen, hey, guck mal. Kann ich den Eimer inzwischen nehmen? Nur ein Wischmopp und ein Eimer. Mein Ausdauerskill ist noch nicht hoch genug, um eine Angel zu benutzen. Du, das wirst du jetzt lernen müssen. Nee, also das Thema kann ich nicht ansprechen. Ey, Pfoten weg von meinem Werkzeug. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Wozu denn auch? Okay, kann ich die jetzt nehmen? Pfoten weg von meinen Angelrouten. Schon gut, schon gut. Nur ein Wischmob und ein Kübel. Möchte sie den Kübel nicht nehmen? Nimm doch den Kübel. Mit dem können wir die Sache doch ausfischen. Captain, dürfte ich wohl ihr Boot ausleihen? Nee, nur auf gar keinen Fall. Das Boot wird erst dann benutzt, wenn die Fähre am anderen Ufer ist. Auch wie du siehst, ist sie... aber wie du siehst, ist sie noch hier. Ich werde mich auch beeilen. Geschwind wie der Wind. Regeln sind Regeln. Oh. Ich möchte die Angel wirklich nicht nehmen. Das nervt mich jetzt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Kann ich das Ruder vielleicht nehmen? Das wäre eine Idee. Ansonsten wollte ich überlegen, kann ich hier mit irgendwas die Harpune reparieren? Zack. Großartig, die Feder passt perfekt. In der Harpune befindet sich eine Spiralfeder. Es fehlt aber noch immer das Ventil für das Rückspulsystem. Achso, ja klar. Da kenne ich mich aus. Ein Tannenzapfen hilft da immer. Oder ein junger Fuchsschweif. Ein Kristall macht's auch. Klappmesser. Hier gibt es nichts zu schneiden. Nochmal Feuer machen. Tschick, tschick. Okay. Dann ist unser Ziel jetzt die Flaschenpost. Nimmt sie jetzt das Ruder? Obwohl das andere hingestellt hat. So, ja klar. Das andere Ruder ist im Baum.
Das andere Ruder ist im Baum. Aber aus dem Baum möchte sie auch nichts rausschneiden irgendwie. Also ich glaube... Oder ist... Ich überlege gerade. Ist noch mal irgendwas in dem Boot? Da sind die Fahnen. Da sind der Fisch. Da ist die Muschel. Dann ist da ein Schrank mit seinen Unterbuchsen. Mit dem wollte sie aber nicht interagieren. Das Ruder will sie nicht nehmen. Die Harpune... Der fehlt noch ein Ventil. Ein Ventil fehlt noch. Also die Harpune wäre jetzt noch mein nächster Ansatz. Ansonsten das Fernrohr haben wir. Und auch bei dem Ruder, also bei dem Steuerding da, haben wir auch, glaube ich, schon alles angeguckt. Über die Steine möchte sie auch nicht laufen. Also das Einzige, was mich noch verwundert, ist, warum kann ich den Kristall wieder in den Kürbis reintun? Das wäre jetzt so eine Sache, die mich noch ein wenig interessiert. Möchtest du wirklich nichts rausschneiden? Hier ist doch das Ruder. Zwecklos, da komme ich nicht ran. Das heißt, uns fehlt irgendwas zum Erhöhen? Irgendeine Leiter oder sowas? Aber da war ja auch nichts. Was, wenn ich hier hinten lang gehe? Ist hier irgendwas? Na, komm. Nee, also weiter als so läuft sie nicht. Vielleicht enthält die ja irgendwas Besonderes. Und die ist wohl zu weit weg, um dahin zu reachen, wenn ich das richtig verstehe. Sie nennt mir halt keinen Grund, warum sie es nicht nimmt, ne? Sie nennt mir keinen Grund. Jetzt haben wir Glücksbringer. Oder vielleicht auch das genaue Gegenteil. Kann ich die Glücksbringer abschneiden? Will doch nicht dieses Ort als außergewöhnliche Atmosphäre entstellen. Du hast einfach nur Angst. Einfach nur Angst, Potter. Sagt sie vielleicht in der Hütte jetzt irgendwas anderes? Kann ich auch nicht, ne? Kann ich das frei schneiden? Das würde nichts bringen. Ich würde doch nur mein Messer verbiegen. Vielleicht irgendwas... Achso, sie hat noch was geschrieben. Kein Fuchsschweif. Wie sich herausstellt, werde ich im Wald wohl keine reifen Fuchsschweife mehr finden. Erst vor kurzem haben die Maulwürfe alle Pilze entwendet. Ich kann mir nicht vorstellen, wozu sie wohl all diese Fuchsschweife brauchen. Tatsache ist nun mal aber, dass sie, dass hier keine reifen Fuchsschweife mehr gibt. Und nun muss ich auf die andere Seite des Sees gelangen. Es scheint, ich werde wohl doch auf eine Fähre angewiesen sein. Zu dumm. Ich hatte gehofft... dass ich mich niemals mit diesem Captain herumschlagen müssen würde, glaube ich. Lass die Reparaturen beginnen. Ich habe mich bereit geklärt, Captain zur Hand zu gehen, um die Reparaturen an der Fähre schnellstmöglich fertigzustellen. Erst einmal hat er mir aufgetragen, das Harz für ihn zu schmelzen, damit er die Unterseite der Fähre streichen kann. Wie es das Glück so will, hatte ich diese Arbeit bereits vollendet, doch noch ehe ich sie aufgetragen bekommen habe. Aufmerksamkeit zahlt sich aus. Aber Captain hat mir sogleich mit der zweiten Aufgabe überrumpelt. Jetzt soll ich eine Fahne, ich habe Taucher unten flaggen. Für wen in aller Welt soll ich denn diese Fahne überhaupt, sein? Darüber hinaus weigert er sich strikt, mir zu verraten, wie diese Fahne wohl aussieht. Meint, das solle ich doch selbst herausfinden. Ein Schiffsjunges müsse halt die Fahne kennen. Will er mich etwa zu einer Matrosin ausbilden? Tja, ich habe keine andere Wahl. Ohne diese Fahne werde ich nicht weiterkommen. Okay, da ist jetzt auch kein Tipp. Kann ich den... Ein Fuchsschweif spendet viel mehr Licht als ein Kristall. Jetzt kann ich mich hier drin viel besser umsehen. Ah, okay. Alright. Das ist doch schon mal schön. Haben wir ein bisschen mehr Licht gemacht. Was sind hier? Ich kann mir nicht vorstellen, wer die hier hingehangen haben könnte. Aber er hat gute Arbeit geleistet. Mich schaut es doch gelinde. Ich sehe irgendwas. Mir Spinnenweben. Eine Tasse. Ah. Ich weiß aus Erfahrung, dass so eine Blechdose ganz nützlich sein kann. Will sie jetzt die Falltür öffnen? Da ist ja gar kein Griff an der Falltüre. Wie soll ich sie denn aufbekommen? Brauche irgendwas etwas, womit ich sie aufstemmen kann. Ja, ein Brecheisen zum Beispiel. Und ich weiß auch schon, wo eins ist, aber an dem dürfen wir uns nicht bedienen. Kann ich
vielleicht so ein Spinnnetz. Das will ich doch nicht an meinem Messer kleben haben. Wird's doch da hängen bleiben, schade. Ich will doch nicht an diesem Ort außergewöhnliche Atmosphäre entstellen. Okay, sagt sie das Gleiche. Oh Gott. Ja, sorry, ich bin gerade, was Lesen angeht, ein bisschen... Ich bin komplett neben der Spur. Das heißt komplett neben der Spur, aber ich bin noch ein bisschen zerballert im Kopf. Ich habe sehr, sehr, sehr lange geschlafen. Viel zu lang eigentlich. Wirklich ein paar Stunden mehr geschlafen, als es gut tut. Bin deswegen noch sehr dröge. Eine Blechdose. Ich guck mal, ob ich damit die Flasche rausfischen kann. Ansonsten geht der Party ja auch schon fast zu Ende. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Blechdose mir da jetzt weiterhilft. Ja. Eine Blechdose? Was bringt mir das denn? Ich überlege gerade, kann ich vielleicht damit irgendwie Harz rausfischen? Ich weiß, der Part ist zu Ende, aber ich bin gerade zu experimentierfreudig. Kann ich damit vielleicht irgendwie so Harz rausfischen? Es dem Ding geben, dem Biber? Und dann macht er sich an die Reparaturen und ich kann da die Sachen einfach... Ich brauche kein heißes Harz. Und in der Dose würde ich eh in der... würde es eh in Windesweile wieder fest werden, dann erhitzt die doch. Alrighty, dann würde ich sagen, ein bisschen was haben wir ja auch trotzdem geschafft. Was hier nochmal? Scheint ja ein recht beliebtes Folklore-Motiv zu sein. Mein Favorit, selbstreitend leer. Kann ich da den Kristall reinlegen oder so? Nee, Tannenzapfen als Opfergabe, auch nicht. Dann würde ich sagen, beende ich hier mal den Part. Wir haben ja dann doch durchaus ein bisschen was geschafft. Dann gucke ich mal, wie wir im nächsten Part weitermachen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was mir der Becher jetzt bringen soll. Aber ich würde sagen, das finden wir alles noch heraus. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.